Hallo Leute, es geht weiter mit Quantum Break. Aber Problem ist, also ihr habt ja gesehen, was im letzten Part war. Oh mein Ich Gott. muss zu Will, bevor es zu Aber zum spät ist. Glück, alles wieder gut. Bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. HQ? Ende. Metal Gear. Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden und zwar schnell. Aha. Wow, guck das mal an. Okay, dann gehen wir mal da rein. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Kommen wir nicht rein. Kommst du nicht rein? Also, was ist das für eine Auflösung? Also, ich spiel's auf dem PlayStation. Oh mein Gott. Auf dem 3DS. Nein, Xbox One. Wo kam das her? Jo. Ich glaube, wir müssen. Genau. Überall, wo gelb ist, muss man anscheinend von da aus weitergehen. So, und jetzt muss ich da nach oben. Was ist das? Bin wohl nicht der Einzige, der einen Groll hegt. Ich hatte mich schon auf eine ruhige Nacht gefreut. Aha, okay. Oh nein. Könnte ein Weg nach oben sein. Man muss klettern. Ich hasse das. Ich hasse es, wenn man klettern muss. Komm schon, dafür ist keine Oh Zeit. Nein. Aha, okay. Ich verstehe. Oha. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Kein Problem. Kein Problem. Das ist das Einfachste für uns. So, jetzt. Genau. Mach schnell. So, geschafft. Volltreffer. Normal. Jetzt muss ich nach oben. Ja. Schön gelb. Zeigt uns die Richtung. Das finde ich sehr gut. Da muss man nicht so suchen. Aha. Aerith Prime, haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Hey! Oh. Hände hoch! Oha. Was zum Teufel ist hier los? Was war das? Mein Gott. Ich habe Angst vor mir selber. Schauen wir mal. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Aha. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Ich frage mich, wo der Bruder ist. Sieht da lang, wie es aussieht? Ja. Ja. Okay, hier muss ich die ganze Zeit suchen. Gut. Die Bibliothek fliegt in die Luft? Oha. Jetzt? Wieso bin ich hier rein? Geile Waffe, ne? Ruhig gefunden. Oh yeah. So. Nachladen. Haben die vielleicht andere Waffen? Nein. Oha, und jetzt? Ah ja, genau, das muss ich mir öfters benutzen. Jo, vielleicht da lang? Was ist das? Aha. Warum bringen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek, ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. Aha. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek. Aha, da. Wir müssen da. Oh. Muruk. Muruk. Oh mein Gott. Ganze Armee ist da. Autsch. Das hat wehgetan. Ja, das ist kein Problem. B. Was? Zeitschild? Oha. Oh mein Gott, wir sind so mächtig. Ich darf nicht sterben. So. Ja.
Wir müssen hinter ihn kommen. Oha. Oh, schnell. Okay, andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe. Schnell. Wir müssen ihn umgehen. Oha. Geil. Also wenn ich jetzt noch sterbe, dann bin ich der schlechteste Spieler. Oh. So. Aha. Nein. Oh, jetzt. Jetzt. Explodiert. Ich hab gar nicht getroffen. So. Aha. Sturmgewehr. Ja, nehmen wir das mal. Oh. So. Mein Gott, geht ganz schön ab. Das war's? Bist du okay? Oh mein Gott. Sie sind ja mega schwach. Dir geht's gut. So. Mein Bruder. Es gibt einen Haufen neuer kranker Scheiße, die du mir erklären musst. Bra. Hol mich zuerst hier raus. Okay. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack. Ich brauche meine... Oh. Warte kurz. Aha. Es geht los. Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kauf dir eine neue, ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Und das konntest du mir nicht oh früher Mann, sagen. Oh Mann, stirb. Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Ich schaff's das nur, um Leben zu bleiben. Das gehört zu der kranken Scheiße, die du mir erklären musst. Hast du Theorien zur Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren? Nein. Dann wär's aber Zeit für eine. Ich setze jetzt vor! Warum schießen die immer noch? Die wollten uns doch lebendig. Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. Ja, meine Fähigkeiten muss ich öfters benutzen. Oha. Ich brauche Munition, ich brauche... Oh shit, oh shit, oh shit. Okay. Ein bisschen Hilfe? So, geschafft. Wir müssen meine Aktentasche holen. Und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Warum? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So, und jetzt? So einfach ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Ja, warte, warte. Habe ich genug Munition? Ah, Munition bereit. Gefüllt. Super. Also es gibt nach jedem Kapitel, glaube ich, eine Serie, die dauert 20, 25 Minuten, eine echte Serie. Los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Kann's kaum erwarten. So. Jack! Jack, wir müssen los. Ja, jetzt sieht er besser aus. Tut mir leid, Jack. Nein! Oha. Verräter! Ich dachte, wir sind Brüder. Nur was nötig ist. Oh. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden.
Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. Wer bist du? 17 Jahre. Das warst du. Das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Auslösen. Aha. Ich hab das nicht gewollt. Oha. Nein! Sie gehen nirgendwo hin. Bled. Kapitel 1 ist Finish, Baby. Ja, also wie gesagt, es gibt, ich glaube, 4 Serien, je 25 Minuten oder 20 Minuten. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste das mal schauen. Ich glaube 20. Ich habe sie auch nicht geschaut. Ich habe es aber heruntergeladen, 76 GB. Aber mein Internet ist so heftig schnell. In 25 Minuten oder so, oder 30 Minuten hat es heruntergeladen. Es ist so krass. Ja, machen wir mal weiter. Ja, das Spiel hat erst angefangen. Aha. Geht weiter. Mein Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen konnte. Ich war immer der Mission verschrieben. Verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem. Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Ich werde herausfinden, wer das war. Finden Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr. Wie Sie wissen, hat Jacks Einmischung zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Was? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Oha. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen, aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen und sie könnte sich gegen Monarch wenden. Alles in Ordnung. Ich könnte auch eine intensive PR-Kampagne starten und die Stadt auf unsere Seite bekommen. Diese würde aber nichts gegen... Die losen Enden unternehmen. Genau. Es ist Ihre Entscheidung, aber bedenken Sie... Die Männer werden ihre Entscheidung als unsere Strategie nach vorne ansehen. Wir haben Entscheidungen. Der Schwarze sieht so echt aus. Es war das erste Mal seit Urzeiten, dass ich der Ground Zero-Operation einen Besuch abgestattet habe. Der Ort, an dem ich angekommen bin, als ich 17 Jahre in die Vergangenheit gereist bin. Der Ort, an dem mein Schicksal 6 Jahre später besiegelt wurde. Wir hatten Jack in unserer Gewalt, aber ich begann Visionen aus der Zukunft zu bekommen. Sir. Wer ist das? Amy Ferrero. Sie ist eine der Zeugen. Wir warten auf ihre Befehle, wie wir vorgehen sollen. Aha. Um.
Was wollte ich machen? Genau. Meine Kräfte wurden stärker, selbst als sich das Cronan-Syndrom verschlimmerte. Ich konnte mich für einen Pfad entscheiden, der dann zur wirklichen Zukunft werden würde. Aber es stand mir nicht frei. Der Moment würde nicht vorübergehen, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte. Kompromisslos zu zeigen? Ja. Alle Bedrohungen für unseren Plan müssen beseitigt werden. Nein! Monarch würde den harten Weg einschlagen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ich habe hier alles durchsucht und so einiges über deinen Bruder gefunden. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Aber die Bewohner von Riverport würden sich gegen uns wenden. Unsere Geheimnisse würden sicher sein, aber die Öffentlichkeit würde uns hassen und Jack würde neue Verbündete finden. Monarch hat keinerlei Befugnis, sie aufzuhalten. Und sagen Sie das auch den anderen auf dieser Brücke. Aha, Auswahl. Entschließt sich dazu, kompromisslos vorzugehen. Er ordnet an, dass alle Augenzeugen der Operation an der Universität eliminiert werden sollen. Ja, und das sehen wir im nächsten Part. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.